Zum Start in den Winter 2011-2012 gibt es eine spektakuläre Erweiterung. Die Grasjoch- und Hochalpilerbahn, zwei hochmoderne Gondelbahnen, verbinden die Nova mit dem Hochjoch. Herr Hoblik, Vorstand der Silvretta Mondo von Bergbahn AG, eine Vision, die schon seit den 70ern besteht. Wie kam es nun, 40 Jahre später, zum Entschluss, diese Vision umzusetzen? Die Vision entstand Ende der 70er Jahren. Es war aber damals technisch sehr schwierig, sie zu realisieren oder eigentlich unmöglich. Auch gab es zwei unterschiedliche Eigentümer. Dadurch, dass jetzt das Hochjoch und die Nova unter derselben Firma firmieren, war natürlich die Chance gegeben, diesen Zusammenschluss zu machen. Durch die neuen technischen Möglichkeiten, auch gemeinsam mit der Firma Doppelmayr, die längste oder schwerste Einzelumlaufbahn zu realisieren, war die Möglichkeit der Realisierung gegeben. Das Zweite ist sicherlich auch der Weitblick oder die Idee, die Strategie, hier in Zukunft mit dem Montafon zu wachsen und wieder zur Nummer 1 in Vorarlberg oder zu den Top 10 in Österreich aufzusteigen. Wie hoch waren denn die Investitionskosten für dieses Großprojekt und kann man absehen, wann diese sich amortisieren? Die gesamten Investitionskosten liegen bei 30 Millionen Euro. Hier sind also die beiden Bahnen, zwei Einseilumlaufbahnen mit 8er Gondeln, eine neue Piste und ein neuer Kanal mit enthalten. Die Amortisation ist nicht so einfach zu berechnen, da es hier das ganze Skigebiet betrifft. Wir gehen aber davon aus, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Amortisation sich rechnen sollte. Neue Seilbahnen sind immer auch ein Eingriff in die Natur. Wie wurden die Interessen von Naturschutz bis zur Forst- und Landwirtschaft hier berücksichtigt? Wir sind hier einen, glaube ich, sehr modernen oder sehr proaktiven Weg gegangen. Wir haben vom ersten Tag an alle Vertreter von den verschiedenen Interessenverbänden, Naturschutz, Wildbach und so weiter, mit eingeladen in die Planung, also proaktiv in die Planung mit eingeladen. Wir haben nicht im Nachhinein fertige Planung hergezeigt, sondern haben gemeinsam mit den Vertretern die besten Varianten gefunden und konnten so für die Natur, aber auch für alle anderen Interessenverbände eine sehr, sehr gute und kompromissbezogene Variante realisieren. Kurz zum Schluss, gibt es schon Ideen oder konkrete neue Projekte, die Sie umsetzen werden, mittel- oder langfristig? Wir haben jetzt mit diesen beiden Bahnen eine, glaube ich, sehr große Aufwertung im Skigebiet erreicht. Wir wollen uns heuer anschauen, wie die Skifahrerströme sich verändern werden, wie der Gast auf das neue Angebot reagiert, was ihm besonders gefällt. Wir haben für die nächsten Jahre wir werden sehr viel verbessern in den nächsten Jahren. Wir werden einige Bahnen erneuern. Und wir werden aber sehen nach dem heurigen Jahr, was wir als erstes dran nehmen werden.